Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Houston, I have a problem. Und zwar folgendes. Ich habe vor einiger Zeit mal eine App installiert, die hieß WarpWiz. Da habe ich mich so ein bisschen so hobbymäßig auch unter anderem wie das Thema Weltraum, Sonnensystem und ähnliches interessiere. Ja, bin ich auf diese App gestoßen, habe die installiert und ich dachte mir so, okay, ist nichts Besonderes. Ja, man sieht jetzt hier den Planeten, kann jetzt hier so ein bisschen reinzoomen, ranzoomen, so ein bisschen die Erde drehen, ganz schön und so weiter. Wenn man jetzt ein bisschen weiter hineinzoomen möchte, sagen wir jetzt hier bei Italien, sehr schnell, dann wird irgendwann, ja, geht halt eben nicht weiter. Dann hat man die höchste Auflösung erreicht, so wie jetzt hier bei Griechenland, und dann ist Ende. Gut, deswegen habe ich diese App jetzt weiterhin auch keiner großen Bedeutung hinzugefügt, bis ich dann irgendwann mal, und zwar genau gesagt heute, auf diesen Button hingekommen bin, dieses Fenster hier. So, ich klicke jetzt hier mal auf Refresh. Ja, und auf jeden Fall über diese Settings, irgendwann gehen dann hier ganz viele Punkte auf. Und ich habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, was sind das hier für 1000 Millionen Punkte? Was haben die zu bedeuten? Ja, habe mir das Ganze nochmal ein bisschen so von etwas weiter weg angeschaut. Und bin dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, das sind doch nicht etwa alles Satelliten. Das kann nicht sein. Die grünen Punkte dachte ich mir so, gut, das kommt schon hin. Aber die ganzen vielen anderen 1000 Millionen Punkte hier, was ist das? Da habe ich einfach mal hier so ein bisschen jetzt hier so rumgeklickt. Nochmal jetzt hier auf so ein Grün. Und musste dann hinterher feststellen, halt, stopp, das sind in der Tat Satelliten. Was soll das denn jetzt hier sonst sein? Und musste feststellen, das ist ja der absolute Wahnsinn, was hier so los ist. Wenn man jetzt hier vorne mal schaut, bei Katalog, und alle, die ich jetzt markiert habe, die finde ich jetzt dementsprechend in dieser Liste wieder. Das kann man zum Beispiel gucken, von welches Land wie viele Satelliten hier so im Weltraum geschickt hat. Da muss ich feststellen, das sind schon einige. Und seit wann die jetzt hier im Weltall sind, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal hier nach ordne. Der erste Satellit von 1958, 59, 60, 61, 61, oh, hört hier gar nicht mehr auf. Da haben die alles gegeben, die Amerikaner. Aber wurden dann jedes Jahr mehrere Satelliten im Weltall geschossen. Und das müssten unterm Strich mehrere Tausende sein. Ich gehe jetzt mal da ganz unten. Und zum Schluss, selbst in diesem Jahr, gibt es dementsprechend auch etliche Satelliten zu verzeichnen. Also das finde ich natürlich schon grandios, was hier so los ist. Und ein Wunder, dass überhaupt nur Licht hier durchkommt auf unserem Planeten. Weil so viele Satelliten. Ja, da wollen wir mal Google fragen. Was sagt Google? Wie viele Satelliten gibt es überhaupt? Also es sind bestimmt 10.000 Satelliten gefühlt. Wenn ich einfach mal die Frage mir stelle, wie viel Satelliten gibt es? Mehr als 6.700 Satelliten kreisten am 1. Januar 2023 um die Erde. Der USA gehörten zum angegebenen Zeitpunkt über 4.500 Stück. Boah. Ja, der künstlichen Erdtrabanten. Und wenn man mal guckt, im Jahre 22 waren es nur 5.500, mal eben nochmal so 1.200 hochgeschossen. Also, puh, das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer.
stelle mir jetzt natürlich die Frage, wo soll das Ganze noch hinführen? Wie viel Platz haben wir überhaupt noch hier, um noch weitere Satelliten hier um die Erde zu schießen? Also das ist schon Wahnsinn. Und auf diversen anderen Planeten, Mars etc., da gibt es ja auch noch einige Satelliten. Ja, das wollte ich euch nochmal ganz kurz gezeigt haben. Also, was natürlich auch schön ist, die Satelliten bewegen sich auch. Dann kann man das mal so ein bisschen verfolgen, ja, in welcher Geschwindigkeit halt eben so ein Satellit hier auch so um die Erde düst. Und man kann das Ganze auch Realtime stellen, beziehungsweise ist halt hier auch Faktor 1. Und hier sieht man dementsprechend dann auch die Zeit. Also das ist eigentlich schon recht gut gemacht. Ja, das war nur so ein kleiner Short, den ich euch mal kurz zeigen wollte. Schaut euch die App mal an. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!